Hallo und herzlich willkommen zu einem XXL Unboxing. Ich habe vor längeren, ich glaube 2-3 Wochen schon her, dein Painting-Bilder bekommen. Oder es kann auch schon fast einen Monat her sein. Auch von meiner Familie. Und ich dachte, ich mache jetzt ein Unboxing. Nicht wundern, hier sind die zwei Pfoten von meiner Haus, von der Lucy. Sie muss sich natürlich heute auch ins Bild drängen, einfach. Vielleicht dachte sie wäre ein Unboxing. Aber nein, es ist ein Action-Unboxing, wie ihr schon in der im Titel gelesen habt. Und dann fange ich mal an. Das habe ich gerade rausgeholt, das Bild. Es ist dieses Bild. Also, Weihnachtsmann hat diese Spezialsteine. Das ist aber, ich gucke es mal an, also 40 mal 30. With Shabbat Metallic and Neon Rhinestone. Ah ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben das, wie gesagt, schon eben ausgepackt. Mach mal die Foto hoch, danke. Das ist dieses Bild. Ich suche mal etwas. Lucy, Entschuldigung, aber diesmal ist sie dabei. Sie ist der Star dieses Video. Weihnachtsmann. Dann hier die Elche. Kennt das Bild. Ich halte es wieder in allen Richtungen. Es tut mir leid, falls es auf einer Richtung wieder irgendwie falsch rum ist, aber ich weiß immer, ich kann mir das nicht merken, welche Richtung ist richtig rum, welche ist falsch rum. Deswegen zeige ich es von allen Seiten. Dann haben wir ein ganz normales Toolkit. Stiftchen, zwei Blätter Wachs und ein ganz normaler Stift. Wie immer zwei Grundes bei Action. Ist doch aber völlig okay. Machen wir mal die Steinchen auf. Ich will sie sehen. So sieht ja mal mein Hund auch. Sonst hat man sie ab und an nur mal gehört. Wie gesagt, sind auch von den Bildern jetzt, was ich euch Unboxing mache, auch welche drei dabei, die ich schon habe. Da lasse ich mir dann irgendwas einfallen, was ich damit mache. Ich weiß auch noch nicht. So. Ganz normale Schwarz. Rot. Schwarz. Aber ich frage mich immer, weil manchmal dieses Neon bedeutet auch immer ein bisschen was anderes bei bei Action. Aber die ist schön. Das ist Neonfarben. Weil die sind auch für Nachtleuchten, die Bilder. Und natürlich auch runde Steine beim Action. Du kriegst nur beim Action runde Steine her. Ich glaube, es sind auch die hier mit. Das sind AB-Steine. Das sind die ganz normalen weißen, das da. Und das sind AB-Steine. Steht nämlich hier vorne AB. Ja, die normale 5200. Ich glaube, man kann es erkennen. Und hier 5200 AB. Dann haben wir hier diese besonderen Steine, Sternchen und diese großen. Dann möchte ich jetzt mal ganz kurz was wissen, ob da noch mehr AB dabei sind oder ob das die eine ist. Aber ich glaube, es ist nur die eine. Ja, genau, da haben wir diesen einen Weißton halt. Wie gesagt, der hier ist AB. Und der dann danach ist der normale und das ist die AB-Steine. Haben wir hier auch wieder AB-Steine dabei. Sehr cool. Das war das erste Bild. Ich mache es direkt zusammen. Ach ja. Hier ist noch eine Farbe, die habe ich jetzt nicht gezeigt. Mal einzeln da jetzt drin legen. Ach so, hier haben wir noch eine AB-Farbe, sehe ich gerade die hier. 307 AB. Dieser Gelbton hier. Das ist auch AB. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Ich wette mit euch, ich kriege das nie wieder so zusammen, wie es da drin war. Das ist so mein Problem. Kriegt ihr die Steine immer wieder so rein, wie sie zuvor drin waren? Und dann diese Tüten, also dieses Plastik wieder perfekt zusammen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich kriege das niemals so hin. Bin schon mal froh, wenn ich es dann irgendwie so reingestopft kriege und es wieder zugeht. So, das war das Erste. Das ist das Erste. Dann haben wir noch eins. Das ist auch mit Shepherd Metallic and Neon Rhinestone. 40 mal 30. Entschuldigung. Boah, ich hasse das immer, weil es immer so doof zugeklebt ist. Das nächste. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Mal. Hi Lucy Mausi Putzi. So. Hier haben wir halt dieses Bild. Hier diese besonderen Steine wieder. Und hier AB-Steine. Die Maus interessiert irgendwie alles. Na, riecht das gut? Riecht das gut? So, dann haben wir das nächste Bild. So sieht es irgendwie ziemlich gruselig aus, ne? Ja, besondere Steine wieder. Ich zeige es wieder in allen Richtungen. Damit ihr auch die richtige Richtung habt. Wie gesagt, für mich ist das immer ein bisschen, ich muss mir das irgendwann merken. Ich glaube, aber so rum ist, glaube ich, richtig rum. Hier haben wir eine süße Hundepfote. Toolkit kennen wir schon, ganz normale kleine Stiftschirmplatte, große Platte, Platte, also zwei Stück sind das auch, oder eine normale Stift. Die Gebrauchsanweisung. Dann gucken wir uns mal die Farben an. Jetzt zoome ich mal wieder an. Sehr viele Rottöne, na klar. Rotbraunes Bild. Ah! Alter! Sollen wir gleich mal gucken, welche die AB-Steine sind, aber ich glaube, die kommen auch. Ja. Das sind AB-Steine. Das steht auch immer hier mit dabei. Hier hinten steht es dann immer AB. Oh, die sieht so schön aus. Ich glaube, die hier auch. Ja, das sind auch AB-Steine. Die zwei hier auf jeden Fall. Gelb und grün. AB steht auch. Und dann haben wir hier diese besonderen Steine wieder, Sternchen und so rote kleine oder größere Kreise. Die zwei AB-Steine sind voll die schönen Farben. Die Lucy guckt so zu, als wenn sie das total interessieren würde und als wenn sie auch in deinem Painting gehen wäre. Aber sie ist denn dein Penny-Fan. Aber ne, sie guckt so. So, ihr wisst Bescheid. Na, ist das interessant? Ist das interessant für dich? Ja?
Und das war das zweite. Jetzt kommt das dritte, was ich noch nicht habe. Und zwar ist es dieses hier. Ich finde dieses hier richtig süß. Ein Lama. Und das ist sogar im Rahmen, glaube ich. Ach ja, das ist schon weg schon. So, mal wieder ein bisschen raus. Dann erkennt ihr Lucys Pfote wieder. Jo, mach's kaputt. Ach, komm schon. Karton will ich immer auf. Ja, cool. Hat das was bei Lucy riechen? Also ihr seht schon, es ist ein wunderschönes Lama. Ich finde das so niedlich. Du bist auch niedlich. Ah, das haben wir schon direkt in einen Rahmen. Das ist cool. Also kannst du es direkt auf dem Rahmen painten. Ne? Ich weiß jetzt wieder nicht, ne, wie recht rum, deswegen zeige ich euch in allen Richtungen wieder. So. Dann haben wir natürlich Steine. Nicht viele, aber wir haben welche. Und das sind jetzt halt diese Strasssteine. Einmal hier. Dann das so blaue. Lucy, Schluss. Dann haben wir hier so ganz normale grüne. Ganz, ganz normale. Das sind keine so. Das sind hier ganz normale Steine. Die drei hier sind jetzt keine besonderen Steine. Und die zwei sind so richtig besondere Strasssteine. Ich finde die voll schön. Das Bild an sich, es ist doch auch voll niedlich. Für Kinder natürlich super. Für Erwachsene, die können das auch painten. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde das eher super süß. Und halt auch hier ein ganz normales Turkeltier, mal ein weißes Schälchen. Ein Wachs und ein Stift. Das war das kleine. Und jetzt kommen die drei Bilder, die habe ich schon. Ich überlege mir da echt was. Vielleicht denke ich da ein bisschen an euch. Die habe ich euch in einem Unboxing schon mal gezeigt. In einem Lidl-Unboxing habe ich die euch schon mal gezeigt. Einmal dieses Prinzessinnenbild. Einmal dieses Bild. Und dann haben wir einmal dieses Bild. Diese drei Bilder habe ich schon. Die kennt ihr schon von mir, diese Disney-Bilder. Und vielleicht überlege ich mir was, vielleicht für euch. Vielleicht mache ich mal ein Gewinnspiel, wo das extra dazu kommt. Also so als kleines Geschenk noch. Wisst ihr, was ich meine? Ein Geschenk plus das als kleines Geschenk dazu. Ich muss mal überlegen, was ich damit mache. Ich habe die drei auf jeden Fall und ich brauche die nicht doppelt. Ne? Ihr wisst. Auf jeden Fall auch voll süß. Die könnt ihr euch bei mir angucken. In einem Action-Unboxing sind die. Da habt ihr dann einen Rahmen und halt das, die Bilder, was ihr zum Painten habt, die Stifte. Und das war's eigentlich. Ich glaube, da geht es sogar mit Farbe. Ich glaube, bei den einen sind die blau, bei den einen rosa und bei den anderen normal, glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, guckt euch da das Unboxing dazu an. In mein Ding da. Ihr wisst schon, in mein Unboxing-Videos von I'm Action. Mein Gott. So, dann mal dazu. Haben wir ja dieses Bild gehabt. Haut Lucy ab, jetzt hat sie genug. Dann hatten wir dieses Bild gehabt. Und dazu hatten wir dann noch dieses Bild gehabt. So, insgesamt haben wir hier 6 Bilder, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommen noch Unboxing-Videos, es kommen auch wieder Paint-Videos. Es kommt einen ganzen Haufen. Bleibt gespannt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, über jeden Daumen nach oben würde ich mich freuen, über jeden neuen Abonnenten und Kommentar sowieso. Und dann wünsche ich allen, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Bis bald, tschüss, eure Franzi.